So, also die logische Schlussfolgerung aus diesen ganzen Schaltern scheint mir jetzt zu sein, die nacheinander zu betätigen. Ich weiß nicht, ob wir da irgendeine Reihenfolge berücksichtigen müssen. Da habe ich natürlich keine Ahnung. Wir haben ja auch nirgendwo, denke ich mal, einen Hinweis darüber bekommen. Aber wir werden es jetzt einfach mal versuchen. Das wäre jetzt das Einzigste, was mir jetzt so in den Sinn kommt. Also der Schalter alleine, den Schalter alleine betätigen, das bringt ja überhaupt nichts. Da haben wir ja schon nachgeschaut. Das öffnet überhaupt gar keine Wände oder so, versteckte Geheimgänge. Nee, nee, das macht's nicht. Deswegen probieren wir das jetzt einfach mal so. Ich habe gleich meine Kralle ausgerüstet, damit wir über die Lücken kommen und die ganzen anderen Schalter erreichen. Ich weiß gar nicht, wie viel es insgesamt waren, aber ich glaube, ich habe ungefähr alle im Kopf, also deren Position, wenn ich das so behaupten darf. Probieren wir es einfach mal aus. Okay, ich bin schon an der Treppe hängen geblieben. Das fängt gut an. So. Oh, passiert tatsächlich was. Es passiert tatsächlich was. Okay, was? Okay, ich habe es aber verkackt, weil das mit der Kralle nicht richtig funktioniert hat. Auf jeden Fall wurde das Ticken schneller. Das ist schon mal ein guter Hinweis, denke ich mal, darauf, dass das der richtige Weg ist, auf jeden Fall. Wir könnten natürlich auch hier Speed dann ausrüsten, aber das ist halt blöd. Es beißt sich dann mit der Kralle, die wir auf jeden Fall für die Lücke dann brauchen. Das ist blöd gelöst, das hätten sie auch anders machen können. Aber probieren wir das jetzt alles mal ein bisschen schneller hier zu lösen. Das wird doch wohl möglich sein, ne? So. So. Na, ja, natürlich. Okay, das war dann wohl überhaupt nix. Wo sind wir jetzt gelandet? Hä? Wo bin ich überhaupt? Bin ich jetzt wieder ganz am Anfang irgendwo? Ach, Leute. Ich bin doch nur in den Abgrund runtergeflogen. Da war auch gerade noch ein Schalter. Da vorne war ein Schalter. In dem kleinen Raum da hätte man noch rechts abbiegen können. Da war auch noch ein Schalter scheinbar. So. Jetzt probieren wir das nochmal. Dieses lustige Rätselchen. Nein, überhaupt nicht lustig. Es ist dramatisch. Es ist nervenzerreibend. Es muss einfach funktionieren, komm schon. Melvin, renn einfach mal und mach nicht so auf lahmarschig. Das geht mir doch auf den Keks, ne? So. Und der nächste Schalter haben wir erreicht. Wir haben den nächsten Schalter erreicht. Wird es lang für den nächsten Schalter oder werden wir hier an den Treppen hängen bleiben? Echt jetzt? So, wo müssen wir jetzt hin? Ich habe keine Ahnung. Hier links. Da war doch der Raum mit dem Schalter irgendwo da hinten, oder? Oh, bitte, ich irre ich mich jetzt nicht. Okay. Da war noch irgendwo einer, aber wo war das? Ich habe keine Ahnung. Da drüben war das. Ja, ich hab's. Ich hab's geschafft! Stellt euch mal vor. Hey, habe ich nicht letzten Part schon mal einen Schlüssel aufgesammelt? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, wir haben auf jeden Fall schon mal irgendwie einen Schlüssel oder so. Also, es könnte sein, dass ich mich jetzt total täusche und wir den schon benutzt haben, aber ich meine der doch, wir haben einen gefunden gehabt. So, Silberschlüssel. Oder wie wird das denn im Inventar angezeigt? Ah, da werden die angezeigt. Also, nee, wir hatten den schon benutzt gehabt, den Schlüssel, den wir gefunden haben. Brandpfeile. Und ein großer Heiltrank. So. Was sollen wir jetzt hier machen? Wir haben Brandpfeile bekommen. Das bedeutet wohl, wir sollten hier dieses Fackelchen anzünden. So. Aber womöglich ist das nicht das einzigste Fackelchen, das wir hier befackeln müssen. Ist natürlich die Frage, welche wir denn anzünden müssen und welche nicht. Da gab es ja, glaube ich. Ah, Moment mal, Moment mal. Wir haben jetzt den Schlüssel. Das hat ja überhaupt gar nichts zu sagen, diese Pfeile wahrscheinlich. Ich hätte jetzt schon wieder fast eine völlig verkorkste Richtung eingeschlagen, aber wir können ja hier einfach mit dem Schlüssel weiter, ne? Ach so, nee. Moment mal. Hier bestimmt. So, was haben wir denn hier Schönes? Ach, Gegner hatten wir ja schon lange nicht mehr, ne? Wollen wir mal hier unser Erdbeben ausrüsten? Ja, auf jeden Fall. Wir werden die erstmal hier kräftig durchschütteln, bis sie nicht mal fliegen können, die blöden Geister hier. Ups, nein, mach doch mal den Erdbeben. Okay, ich sollte so langsam hier den Trank nehmen. Auch einmal geht noch. Wie viel halten die denn aus?
Nicht mehr normal. So. Na gut, eigentlich müsste ein Erdbeben Geistern überhaupt gar nichts ausmachen. Das ist eigentlich leicht sinnfrei, aber das wollen wir mal einfach außer Acht lassen und einfach hier weiter die Gegend erforschen und ob wir noch was Schönes, Schnuckeliges finden, ein paar Tränkchen hier zum Beispiel, die wir direkt trinken müssen. Aber nein, ey, diese Kristalle erinnern mich übrigens an Mickey Mania. Oh Gott, ich wäre fast in den Tod gesprungen. The Timeless Adventures of Mickey Mouse. Ich weiß nicht, schafft er das darüber zu springen? Wohl kaum. Also nee, das ist definitiv ein Rückweg. Das ist so nicht gedacht, dass wir da hochspringen. Alles klar, das haben wir jetzt gelöst, dieses Rätselchen. Das war kein Rätsel, das war einfach nur... Was haben wir denn hier überhaupt am Stein stehen? Der Erbauer von Tarus Winter sagt, danke an alle dort draußen, die mir halfen, bis hierher zu gelangen. Ruhm und Ehre für euch. Alles klar. Der Erbauer von Tarus Winter sagt, danke an alle im Team, die dieses Werk gemeinsam umgesetzt haben. Ruhm und Ehre den Erbauern. Alles klar, also der Winters hier, der wünscht allen Ruhm und Ehre, die diesen Tempel hier errichtet haben. Vor geraumer Zeit. So. Mhm. Du willst von uns, dass wir uns rüberkrallen und den Schalter betätigen. Och nee, hört doch auf mit deiner tickenden Uhr. Da geht doch nicht. Da kannst du doch nie... What the fuck? Mhm. So. Willst du nochmal rüberfahren? Nee, wohl kaum. Das war wohl wirklich hier wieder so eine zeitliche Nummer. Oh, wollt ihr jetzt echt von mir, dass ich hier diesen gewagten Sprung mache und dann nochmal auf der Plattform lande? Ja, ich hör's doch. Ich hör's ticken. Ich höre es. Es klingt mir in den Ohren, als wär's mein Wecker, der gleich morgens losgeht und mich aus dem tiefen Schlaf entreißt und ich fluche. Ich fluche. Oh mein Gott, wieso geht das nicht? Es will einfach nicht. Epische Kamerafahrt auf die Plattform, die sich sowieso nicht bewegt und dann das Ticken setzt ein, sinnlose Kamerafahrt. Warum? Was sollte diese Kamerafahrt? Jawohl, ich hab's geschafft. Ich bin auf der anderen Seite angekommen. Wollte gerade eben nochmal im Licht baden, aber komm, noch einmal geht. Oh, Licht, oh ja. Draußen regnet es zwar und es gewittert und so, aber... Ja gut, hier drin ist wahrscheinlich stockdunkel, da macht das schon Sinn, dass da trotzdem draußen heller ist. Ist übrigens nicht stockdunkel, so wie ihr das seht in YouTube, weil YouTube macht alles verkackt dunkel. So, wir haben den Schlüssel aus Stahl. Damit können wir nun die dritte Tür öffnen. Ein großer Kombitrank. Ja, ja. Aber doch, wir können jetzt auch hier geschmeidig wieder zurück und... Ich bin gespannt, was uns hinter der letzten Tür erwartet. Ob es da schon zum Boss geht? Ich habe keine Ahnung. Gibt es denn überhaupt einen Boss hier? Oder ist es einfach nur... Ich setze die Steine ein und dann ist das... Alles hier wieder im Gange. Wir müssen ja die Uhr der Ewigkeit wieder aktivieren, oder nicht? Ich weiß ja nicht, inwiefern die dann wieder aktiviert wird. Das werden wir dann auf jeden Fall noch sehen, frühzeitig. Mhm. Ja, ja. Nee, du bleibst weg. Ich mag keine fliegenden Viecher. Na gut, wenn sie so groß sind, machen mir nichts, aber... Es ist ja noch ein bisschen Tod mit drin und so. Ein Skelett und keine Ahnung, was das für komische, halbvergammelte Viecher sind. So. Nein. Aus, Fifi. Sowas als Haustier, das wär's. Kann das endlich mal hierher kommen? Nein. So. Was wollen wir jetzt hier in der Mitte? Kein Plan. Hier ist es eine Kiste, die wir verschieben können. Aber wozu sollten wir eine Kiste hier verschieben? Moment, das werden wir ausprobieren. Sollten wir da drauf? Wieso sollten wir hier drauf? Ach, um da hochzukommen, ist das jetzt... Ah, das ist der Plan. That's the plan. Anders, da wären wir da gar nicht rangekommen an diese Greifhakenstation. Und weiter geht's. Nein. Ich treffe euch nicht, verdammte Kacke. Oh, ich wäre fast hier draufgegangen.
wäre das jetzt realistisch gewesen, wäre ich an diesem scheiß Fliegeviech hängen geblieben und wäre dann runtergeflogen. Aber es ist nicht realistisch, zum Glück. Da hatten wir nochmal Glück. Ein Hoch auf die Unrealistik. So. Ja, wir kommen scheinbar nur... Ah, jetzt kommen wir mal irgendwo an. In einem neuen Tempelbereich, ja. Mit wahrscheinlich nochmal drei Türen. Was haben wir hier stehen? Der Meister der Waffen wacht über den gezielten Einsatz von Waffen durch die Old Ones. Wer Waffen missbraucht, zum Beispiel seinesgleichen einzuschüchtern, muss sich vor diesem strengen Richter verantworten. Nö, ich habe nichts Falsches getan. Der Meister der Verteidigung lehrt den Besten unter uns die Künste der Verteidigung von Leib und Leben. Durch ihn ausgebildet zu werden, ist für jeden Kämpfer eine Ehre. Darf ich denn jetzt ausgebildet werden? Kriege ich jetzt nun eine sonderbare Ausbildung und werde es zum monstermäßigen, überproportionierten, übermächtigen Technomagier, technologischen Magier? Was sollen diese ganzen hier? Ja, magischen Kenntnisse zu... Muss ich da rein? Oh, tatsächlich, ich kann hier rein. Ist das eine Prüfung? Ich bin der Meister der Waffen. Und es ist schon Ewigkeiten her, dass mir die Ausbildung und Prüfung unserer besten Krieger oblag. Du bist hier, Melvin, um Gotos zu retten. Und dazu musst du mit jeder Waffe bravourös umgehen können. Darum schicke ich dich nun in meine Arenen. Nur wenn du alle Kämpfe gewinnst, wirst du von mir das Siegel des Kampfes bekommen. Kämpf- oh. Oh, verdammt, nein, ich hab's abgebrochen, ich Idiot. Okay, auf jeden Fall. Jetzt müssen wir hier kämpfen. Und, ja, das ist ja gar nicht schwer. Okay, ich sag gar nichts mehr. Magie, setz deine Magie ein, du kannst es, komm. Was ist jetzt los hier? Ein bisschen mal was reinpumpen. Haben wir keine Magie? Wir haben doch Magie, was ist denn los? Ach so, ich darf nur meine Kampfeskraft benutzen, ich darf keine Magie benutzen. Das ist nämlich die Prüfung der Waffen, des Kampfmeisters, Waffenmeisters. Wie auch immer. Und dann müssen wir jetzt auf unsere... Waffen beschränken ohne Magie. Natürlich können wir jetzt hier auch Pfeile benutzen. Das wäre, glaube ich, sinnvoller bei diesen komischen Feuermonstern. Und einfach auf Distanz bleiben. So, drei Stück wollte... Oh je. Komm, ich benutze jetzt einfach Pfeile, ist doch egal. Lalalala. So, gehen die auch down. Okay, ich sollte mal wieder auf Distanz gehen. Okay, jetzt wird's übel. Jetzt wird's übel, jetzt sind sie zu viert. Ich glaube, vier ist bestimmt das Maximum. Nein, bleibt auf Distanz. Ich bin Leonidas. Und ich treffe mit jedem Pfeil. So. Ich glaube, das war die Kampfesprüfung, ne? Ich glaube, ich habe bestanden. Oder? Was sagst du? Großer Krieger, du hast deine Fähigkeiten eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Es ist mir eine Ehre, dir das Siegel des Kampfes zu überreichen. Möge es dir gelingen, Gotos zu retten. Oh ja, wir haben das Siegel des Kampfes und jetzt werden wir kurz nochmal hier... Bisschen rumwatscheln, schauen, ob es noch was hier, was Deftiges, Kräftiges zu futtern gibt oder zu schnatzeln, zu wegzugreifen. Und rüsten wir wieder die Axt aus. Genug der Bogenschießerei. Na, genug der Bogenschießerei, sagte ich. Aber scheinbar gibt es hier nichts weiter Interessantes. Nur das Siegel des Kampfes. Und zurück zum nächsten Siegel. Werden wir jetzt das Siegel der Verteidigung oder was werden wir jetzt hier angehen? Schauen wir mal. Was ist das hier? Ich bin der Meister der Verteidigung. Um von mir das einzigartige Siegel der Verteidigung zu erhalten, musst du beweisen, dass du der Technomage bist. Das heißt, ein Old One, dessen Mut und Geschicklichkeit im Kampf keinen ebenbürtigen Gegner mehr kennt. Beweise dich! Indem du diese meine Räume durchschreitest und alle Prüfungen unversehrt überstehst. Erst dann wirst du von mir das Siegel der Verteidigung erhalten und darfst zum Hüter der Ewigkeit zurückkehren.
Alles klar, Peter Baelish. So, da werden wir jetzt einfach mal hier durch die ganzen... Ich bin durch. Ich darf natürlich nicht mogeln. Ich weiß nicht, inwiefern... Was ist das hier für eine Nummer? Ich habe keine Ahnung. Schauen wir mal, ob wir da unversehrt durchkommen. Ich habe keinen blassen Schimmer. Wieso sollte man hier rechts und links... Achso, man könnte runtergeschubst werden. Ich sehe. I see what you did there. What's about this Wasser? Ach, das ist Gift, ne? Also ich soll es doch unversehrt überstehen, oder? Ich weiß ja nicht. Naja, ich hab jetzt ein bisschen gemogelt. Ich bin doch gar nicht getroffen. Was ist denn hier los? Was ist denn das für eine Kacke? Ich werde nicht getroffen. Trotzdem kriege ich hier knallhart voll eins auf die Mütze. Verdammte Kacke. Okay. Das hat wohl nicht geklappt. Wir haben diese Prüfung nicht geschafft. Deswegen wird die Welt jetzt untergehen. Und verdammt, lauf nicht von selbst, Melvin. Du sollst nicht vergiftet werden. Das ist nicht gesund. Wie viel braucht man denn um... Meine Güte. Dann werde ich jetzt einfach mal hier meine Schuhe anziehen. Ich habe gar keine Schuhe, ich kann die gar nicht benutzen. Meine Güte. Es ist ein bisschen komisch, man wird gar nicht berührt und trotzdem spürt man den Effekt. Hoppapapa. Okay, wir haben es mehr oder weniger geschafft. Und jetzt sind wir auf der anderen Seite angelangt, wo ein Lavafluss sich vor unseren Augen erstreckt, aber ich habe keine Ahnung, was ich dagegen tun soll. Habe ich irgendwas... Habe ich irgendeinen... Ich weiß gar nicht mehr. Lindert Vergiftungen. Ach, ich hätte Lindert Vergiftungen hier benutzen sollen. Schützt gegen Stiche, schützt gegen Feuer. Schlaggriffens, Treffsicherheit. Dann nehmen wir einfach mal das Schützt gegen Feuer-Ding. Wo ist es denn? Schütz gegen Feuer. Ich glaube nicht, dass es irgendwas bringt. Okay. Okay. Ich kann springen und dann zieht es mir nichts ab, scheinbar. Interessant, ne? So, immer schön springen. Gummibären hüpfen hier und da und überall. Ja, was ist das hier für eine Nummer? Elektrizität for the win. Hier wäre eine Sackgasse gewesen. Gut, dass ich da nicht lang gegangen bin. Und was ist das jetzt hier? Das sieht sehr gefährlich aus. Müssen wir hier einen Rhythmus abwarten? Ich laufe einfach mal durch, ne? Meine Güte, was habe ich denn hier überhaupt? Das Siegel des Kampfes. Also, das ist ein Holzschwert, das habe ich bekommen. Naja. Komm schon, das schaffen wir jetzt auch noch, das Siegel der Verteidigung. Okay. Und ich bin durch. Jubel. Klatschen. Applaus. Ja. Du hast bewiesen, dass du der rechtmäßige Technomage bist. Dir gebührt die Ehre der Ewigkeit, zu ihrer Rückkehr zu verhelfen. So nimm dieses Siegel der Verteidigung von mir und kehre damit zur Uhr der Ewigkeit zurück. Alles klar, okay. Jetzt haben wir zwei Siegel eingesackt. Und beim nächsten Mal werden wir uns dann weiter herumtreiben. Wahrscheinlich gibt es hier noch mehr Siegel, ich weiß es nicht. Das werden wir herausfinden. Dankeschön fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ich bin Raffi Raffzahn.